Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück in Los Santos bei GTA 5. Wir brechen gleich erstmal ab. Nein, Quatsch. Wir begeben uns auf den Weg zu Michael, denn da treffen wir uns nach unserem ersten Coup, um keine Ahnung was zu machen. Aber auf jeden Fall müssen wir vorher ganz dringend zum Friseur. Das habe ich gerade mal so festgestellt. Weil, ganz ehrlich, diese Frisur geht einfach gar nicht. Ist auch nicht, was mich da geritten hat. So, wir könnten unser eigenes Auto nehmen, das ist gar nicht so weit entfernt. Aber ganz ehrlich, nee. Das Auto da sieht doch ganz passig aus. Hi! Oh, das Auto fährt nicht weg. Okay, super. Großartig. Ich werde ja von der Straße gehen. Ach, das hat fast so geklappt wie geplant. Ja! Kommt denn der Linkshalbiger her? Die Karre fährt sich ganz angenehm. Ja, ja, bla bla. Da, da, da. Oh, gut, dass ich nicht gegen den Baum geheizt bin. Der hätte wahrscheinlich nicht so schnell nachgegeben. Was war das bitte gerade für ein Geräusch? Hi. Sanft angestupst. So, Zeit für Haare. Eine Sache, die mir grundsätzlich fehlt. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Hi. Hat die nicht mal bei Germany's Next Topmodel mitgemacht? Alter. Was? Nein, ich will... Ich wollte doch nicht doppelklicken. Scheiße, jetzt habe ich da $450 für einen hässlichen Haarschnitt ausgegeben. Holy shit, das geht überhaupt nicht klar. Sieht aus wie der letzte Affe. Oben seriös, ja, das hatte ich vorher. Es ist alles schon eher grenzwertig, so wie haben das gerade, ja. Warum? Oben seriös, Seiten scheiße. Warum? Warum macht man sowas? Ach Gott. Nee, komm. Der Shit muss weg. Vor allem $180 dafür, dass er mir einmal den Kopf rasiert. So, hallo? Das mache ich in 5 Minuten selber. Aber ist okay. So, Bärte. Ah, die 100 ist es mir wert. Schon oben auf dem Kopf keine Haare haben, dann wenigstens unten am Kopf. So. Damit kann ich, glaube ich, einigermaßen... Gott, wir sehen einfach gleich 20 Jahre älter aus. Ja, läuft. Bye bye, beautiful. Das ist zaghaft so. Danke, war super. Ich komme irgendwann nicht wieder. Tschüss. Kann ich eigentlich in den Scheiß-Einstellungen irgendwo einstellen, dass er mich nicht jedes Mal fragt? Automatisch speichern, ja, aber... Ich möchte bitte nicht jedes Mal gefragt werden. Ah, nette
Das ist draufgemalt, ne? Das ist so eine Folie, die da draufgeklebt ist. Vielleicht. Ja, nur weil dein Auto größer ist, hast du noch lange nicht Vorfahrt. So, zu Michael kommen wir vielleicht auch mal ohne Wegpunkt. Vielleicht nicht auf dem schnellsten Weg, aber es geht bestimmt. Goddammit. Stirb! Hässliches Karottengesicht. Karottengesicht. Kommt der Begriff eigentlich her? Ach, da geht sogar die Tür auf. Hallo? Aussteigen? Ah, danke. Ich weiß nicht, ob dieser Wagen hier in der Einfahrt stehen sollte. Ob mir jemand glaubt, dass es Farbe ist? Ich bin mir da echt nicht sicher. Aber schick ist es ja. Nun ja. Michael, ist das oben? Ist das unten? Nein, der sitzt garantiert auf der Couch. Ach, ich muss eh nicht laufen. Oh, hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Now we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew. Cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. Gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and engagement rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into it. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. This other guy runs out of the shop, he pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Trevor, baby, you want to smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor, you been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't make it right. Johnny, leave it. The crystal has got us, babe. But don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor, I'm talking to you, motherfucker. Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a method, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I just... I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Das endet nicht gut. You fucking shit! Cut! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait! Fuck! Now, we gotta speak to Johnny's recently bereaved brothers. Sehr schön, da sind wir jetzt voll mit Trevor dabei. Oh Gott, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ah, ich
Ich weiß ja nicht. Ist da auch Beef hier? Komm mal her. Ist da? Wie ich eigentlich zuschlagen wollte und automatisch Q drücke, weil in Graph einfach, also in einem anderen Spiel, halt das auf Q liegt. Ist das dein Scheiß Ernst? His name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Find him. Really? My cousin's there, but I don't. Dein Scheiß Ernst, Krüppel? So. Ja, doch mal sehen, wer hier vor wem abbiegt. Ich glaube, es hackt. We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert and then quiet down that bitch Ashley you was in, then they don't need to find out about it. You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? Disrespect? Alter. I was just saying we should kill her. You called her a bitch. Ain't you got a mother? Everyone got mothers, at least one. Ah, Spitzendialoge. Ich freue mich überhaupt nicht auf mehr davon. Aber ich find's irgendwie schön, wie man als Trevor sich direkt wie ein Huso verhält. So was hätte ich halt mit Michael und Franklin niemals gemacht, glaube ich. Ja. Wurde hier nicht auch Breaking Bad gedreht? Naja. Aber schöne Landschaft. Ich möchte übrigens an der Stelle erwähnen, dass ich gestern von der Polizei angehalten wurde. Und zwar im Real Life. War aber nur eine Kontrolle. Also war so, schönen Abend noch. Nichts Dramatisches, aber es war schon so, Moment, was? So fährt man da nichts Böses ahnend. Und auf einmal taucht hinter einem so Blaulicht auf und so, Stopp, Polizei, anhalten. Ich so, okay, was habe ich getan? Hoffentlich muss ich nicht in den Kofferraum gucken, wo meine Drogen und meine Leichen liegen. Hey, you seen Ashley Johnny's looking for? Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Cool if you messing with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit! Oh, I like it, denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies. Oh, scheiße. If that van takes us back to the camp, this area ain't gonna have a biker problem much longer. Folge dem Lieferwagen. Einfach nur so, oder? We can't fuck with the van, but we can drop those bikers. Did you see the look on their faces? Ich kann nicht gleichzeitig zielen und um die Kurve fahren, das ist gut zu wissen. There been a change of plan? Try saying that again. You need some seatbelt back here, or straps or something. I only keep things in the back, I don't mind losing. Oh. Ah, Trevor hat schon geile Sprüche drauf, kann man nicht anders sagen. Ich find's total angenehm, wenn die Strecke mal wieder gerade wäre, damit ich den anderen Typen. You gotta slow it up, man. That's a sharp left. The van won't get there if we shoot it too much. Hallo, Kamera? Danke. I can't see us taking out all the bikers disco, boss. I mean, there'll be some by that airstrip, some over, you know, by that. Not today. Ah, Gott. We'll soon be upon them. Hallo, Alter, die Kamera ist auch mal gerade so total eine Bitch. Du
Who makes the set? Tidy work. If we go off the side on the left there, we should make it across. Muss ich die eigentlich abknallen? Also ich weiß nicht, da stand ja nur Folge dem Lieferwagen. Nicht bringen alle um, aber da es rote Punkte auf der Karte sind, gehe ich einfach mal davon aus, dass nichts dagegen spricht, wenn ich die fröhlich umschieße. Warum habe ich eigentlich zwei Idioten mit im Auto sitzen? Do we know where you're going yet? I got a feeling, yeah, but we gotta make sure. Once you know, you could drop me and Wade at the trailer. Maybe bring Chef to finish them. We do this now, Ron, all of us. Maybe you should hold off shooting the van. Aren't we meant to be letting the van run? Hold off till we get there, right? Okay. I thought you was letting him go to the others. Shouldn't these bikers be on bikes? I seen some too fat to ride. Can't get their big old gut over the handlebars. But if they're in a van, ain't they vanners? Alter. Oh, look, look, they're pulling up. You did it, Trevor. They're stopping. Sit back and watch the show, you useless pricks. No one go out of here. Yeah? Dumbass. I'm about crank. Look at me and in a motor like a crab. Okay, ich weiß nicht, ob ich Trevors Fähigkeit aktivieren möchte. Ich sehe die Pisser gar nicht. So, da irgendwo. I'm in a bad mood now. Are you happy? If you got any questions about what's happening, speak to Trevor. Sind denn die Pisser jetzt? I'll kill you. No way out now. Achso, das werden hier noch mehr, ja? Oder nicht? Oder doch? Können wir uns mal entscheiden? Oh, das war ein bisschen ungünstig. Ha, naja, aber bis dahin lief es eigentlich ganz gut, oder?